Lena, wir ticken in vielen Weisen gleich. Zwei Songempfehlungen. Leute, richtig nicer Snack. Was kann man noch im Lockdown machen? Ich habe mir nur einen Test gemacht, der positiv war. Er hat uns einen Shoutout gegeben. Lemmy, catch you up to speed. Du fällst, ganz egal, ich trage dich ein Stück. Ganz egal, wie lang du brauchst, aus der Tragik wird dein Glück. Wir schwimmen zusammen im Meer, laufen über den Strand. Die Sonne im Gesicht, unsere Füße spüren den... Good morning, being savages. Ein weiterer Tag in der Quarantäne. Gestern habe ich wirklich viel gelernt. Und zwar, Mädchen sind immer scheiße. Jimmy Blue, danke dafür. Ja, Mädchen sind einfach scheiße. Was sind sie noch? Peinlich. Mädchen sind alle so. Wir haben gestern Wilde Kerle angeguckt. Es war richtig geil. Und wie viel Mühe die sich gegeben haben mit Soundeffekt, mit der Musik. Auch als Kind checkst du es ja gar nicht so. Null. Da ist der Film einfach rund und geil, aber die ganzen Songs. Also heute unter der Dusche habe ich erstmal. Die Songs habe ich früher schon gefallen. Die Songs appreciated. Ja, ich habe es als Kind gar nicht gecheckt. Und besonders auch nicht mit den Soundeffekten. Mädchen sind einfach alle scheiße. Und wenn du ein Mädchen bist und du willst hier immer noch zugucken, dann bist du immer noch das. Was? Ein Mädchen. Mary Chrysler. Und als Kind fand ich da Jimmy auch so cool, aber der Charakter ist einfach so ein Ego-Arschloch. Auch nicht, warum ich so ein Fan von Leo bin. Weil er so hot ist. Ja, okay. Und weil er halt am Ende cooler wird, so manchmal ganz, ja. ganz coole Aktion. Aber ja. Okay, ich will heute auch immer wieder einen Test machen. Denn es geht mir schon wieder richtig gut, also über 90%. Wie es Jenny geht, wissen wir nicht. Hat sie heute Nacht geschlafen? Ja. Nice. Lehnt euch zurück, schnallt euch an. Genießt diesen Quarantäne-Vlog. Ah, schauen wir heute Wilde Kerle 2. Eigentlich können wir nochmal alle angucken und dann analysieren, wieso die so scheiße wurden. Weil als Kind nach 2, ich hab's, 3 geht noch, ab 4 gar nicht mehr gefühlt. Ich war so, hallo Mila, was? Wir waren auch älter, vielleicht deswegen, aber... Der erste war einfach, der war so rund. Also wenn ihr Bock habt auf Kindheitsnostalgie oder wenn ihr es noch nicht kennt, den kann man wirklich sich gut reinstecken. Wilde Kerle 1. So geil. Mädchen sind immer Lena war ja richtiger Wilde Kerle-Fan. Als du es gesehen hast... Wolltest du dann ein Junge sein? Nein, ich wollte nur Vanessa. Weil Vanessa cool ist, oder? Ich war meine Kindheit lang Vanessa in meinem Kopf. Ja? Ja. Aber fandest du dann Mädchen uncooler? Nein. Nein, oder? Gut. Nein. Ich hatte so eine Vermutung. Es geht doch auf das Lied gegen Jungs. Jungs sind alle peinlich. Nee, nicht peinlich. Doch. Echt? Ja. Nein! Ja, es ist so dumm. Ich habe mich nur kurz gefragt, ob dann eben so, keine Ahnung, das vielleicht so negativ behaftet, dass dann nee, sich Frauen umoperiert haben zu Männern. Nein. Wegen Jimmy Blue. Mädchen sind alle scheiße, habt ihr gerade gehört. Aber Mädchen sind nicht nur scheiße, sondern auch peinlich. Ich weiß gar nicht, was du noch so sagst. Ich glaube, Jungs sind peinlich. Hier sehen wir ein Mädchen. Mädchen sind alle scheiße. Seht ihr, Mädchen sind alle scheiße. Alles scheiße. Schnell wieder meine Küche. Schnell meine AirPods rein. Aber jetzt mal Real Talk. Mädchen sind alle geil. No sexual. Lena, wir ticken in vielen Weisen gleich. Sie hat auch Geld hinter der Case. Ich habe natürlich auch Geld hinter der Case. Bei. Dann auch zu wissen, ey, ich habe nur mein Handy dabei. Easy, falls ich was zahlen will. Ich habe hier einen Taui dahinter. Das reicht für das Allermeiste. Außer ich gehe jetzt zum Puff und will mir Prost krieg. Spaß, Spaß. Oder? Oh fuck. Wie geht es dir heute? Nicht so viel besser, aber ich wollte dir gerade einen guten Morgen wünschen und dann hast du einfach die Kamera angemacht. Es gibt auch Sachen, die nicht on tape sind. Ach Leute, übrigens, ich habe gestern einfach mein Geruchssinn schon vorgestern, mein Geschmackssinn habe ich gestern verloren. Er ist wieder halbwegs da, also der Geschmackssinn, aber riechen kann ich immer noch nicht. Psychisch war gestern echt der schlimmste Tag seit dem Beginn dieses Urlaubs. Ey, ich habe so viel geheult, weil ich habe auch nur 3 Stunden geschlafen gehabt, ich habe nur geheult und dann habe ich gar nichts mehr gefühlt, dachte ich wäre betäubt. Und dann kommt der Fan auch so, ey komm, lass doch einen Thumbnail machen. Ich so, nee Digga. Nee Diggi. Da hab ich noch nicht gemerkt, dass ich nicht schmecke. Aber dann hat sie gemerkt, sie hat wieder ein bisschen was, dann war es der beste Tag. Nee, das war dann nur so dahergesagt. Zinki! Das höre ich jetzt, Mann. Alle. Lass dich nicht täuschen, die du liebst auch. Alle. Ey, ich hoffe, das ist ein Copyright-Strike. Hier zu Beach, Beach, let's go to the beach. Schau dir mal. Oh, das ist aus wie die Kiopsle. Bist du auch ein Schnitzel? Ja, freundlich Schnitzel, was hast du denn da für Eicheln? Oh, so süß. Ich lieb's immer so auf dem Scooter, einen Kaffee zu trinken oder die Erdbeeren so. Ich fahr dann einfach schon so früher los und bring den Kaffee schon auf dem Scooter. So, ich liebe es einfach, die Scooter-Rides. Und jetzt zum Beispiel Barry's. Beste Leben. Lemmy, catch you up to speed. Oh, es war wieder so nice. Einfach, mir geht's wieder so gut.
95% würde ich sagen. Ich war am Beach einfach laufen im Regen. Es war so geil, einfach so. Und da war halt niemand, so wirklich niemand, weil im Regen am Beach so. Ich bin hier halt wohin gegangen, wo hier wieder so ein, jetzt nicht so einer der beliebtesten Nude Beaches. So einfach hier so random neben der Straße. Easy machen, wie ich es hier jedem empfehle. Wir selber sind natürlich irrationale Affen, die einfach den größten Scheiß machen. Anderen immer sagen, aber selber nicht. Aber ich will das eben nicht mehr machen, das durfte ich im Krankenhaus so lernen. Und deswegen laufen, ich bin einfach mega easy gelaufen und mir geht es einfach richtig gut schon wieder. Ich bin so dankbar, danke für dieses gute Immunsystem. Und ich behandle meinen Körper wie ein Tempel und what you put out or what you put in is what you get out. So. Resultat von einfach gesunden Lebensentscheidungen, täglich meine Zähne putzen und täglich mein Gehirn zu putzen. Mit Glaubenssätzen, that serve me und die zu glauben und zu pflegen und immer wieder zu analysieren und zu selbst reflektieren, ob diese Glaubenssätze mir auch serven und ob ich sie wirklich auch glaube. Und dann zu checken, welche Realität ich dadurch erfahre, welche Emotionen ich erfahre, welche Gedanken und so weiter. Danke. Mir geht's so geil. Ich bin einfach so lebenshungrig. Und ja, Mann, freue mich jetzt, zu meinen Girls nach Hause zu fahren und eine Jackfruit-Party zu schmeißen. Ich frag mich eh so, unser Pool, hat der Corona, weil ich da ja so ein bisschen reinsabber? Glaube nicht. Wie Savages, zwei Song-Empfehlungen. Ich bin gerade wieder so auf dem Fear-Trip. Und hier, okay, Eminem, Lose Yourself, auch geil. All That You Are. Ich habe den Song gerade das erste Mal so richtig gecheckt. So, bei sowas brauche ich immer länger, was ich auch liebe, weil dann hat man länger an Songs zu knabbern. Der Song und, das hat mir Lena gezeigt, Green heißt der Rapper, Lichtblick, diesen Song, das ganze Album, bisher richtig geil. Also die beiden Songs, snackt sie euch mal rein. Und wenn ihr die Chance habt, eine Guava zu probieren, probiert sie. Ist einfach so gerade meine Lieblingsfrucht. Show me that you're human. I will kiss your scars. Und, was hast du Schönes gemacht? Gar nichts. Wie macht man denn nichts? Bitte? Aber was hast du gemacht? Mit Yolanda telefoniert. Ja? Mhm. War nice? Mhm. Was geht in ihrer Welt? Mhm. Ja, die ist negativ. Eine negative also, Welt. Getestet. Ach so. Show me that you're human. I will kiss your ass. You teasing me? Leute, richtig nicer Snack ist Heinz mit Brobert. Sag ich ja so, der glykämische Index geht so runter, weil man dippt sie auch so in Balsamico und so. Oder ja. Essig ist zu geil. Balsamico wäre schon noch geiler, aber ich bin auch damit zufrieden. Wegen Savage, ich hoffe, die Kamera überlebt das. Ich habe einfach zu viel Energie, Mann. Durch die Tage, ich lag so viel rum. Mir geht's einfach wieder gut, Mann. Liebe ich einfach einen Pool zu haben, weil da kannst du einfach spielen und deine Energie verballern. Fritz muss natürlich zensieren. Na gut, der Shot wird dann kurz, dann hat Fritz nicht so viel zu tun. Was, Bruder? Crunches war in der Quarantäne. Was soll man sonst machen? Außer wilde Kerle gucken und Perfect Crunches. Alter, wenn ihr wirklich mal Perfect Crunches macht, dann merkt ihr mal so, ihr denkt so, Crunches ja so easy, Mann, so hier kann ich 100 Stück machen. Aber macht sie mal Perfect, sprich, nimmt komplett, wirklich komplett den Schwung raus und dann seht ihr, wie schwer ich Crunches sind. Da kommt man teilweise nicht über so 10. Boah, einfach geil. Oder? Hast du schon mal Perfect Crunches gemacht? Ja, ich kann dir auch noch eine krasse brauchen. Nee, Mann, ich lebe nicht in Abundance. Spaß. Ich würde dir empfehlen, deinen Körper ein wenig zu schonen. Ja, mir geht's so gut, Mann. Deswegen gehe ich jetzt raus und fick. Ändert. Ja. Beruhig dich einfach. Alles ist gut. Solange du wild bist, sei wild, gefährlich und wild. 1, 2. Was kann man noch im Lockdown machen? Mal so richtig seinen Rucksack kleben. Und neu sortieren. Damit es wieder heißt. Everything's on point. Ich schreibe gerade eine Koro-Rechnung und ich merke so, ich habe null Werbung für Koro gemacht. Deswegen kurze Koro-Werbung. Ihr wisst ja, Koro, geilste Grundnahrungsmittel.
fast ganz Europa liefern wir. Auch so Amerika fangen wir an und so. Aufs ganze Sortiment könnt ihr mit V-Gains 5% sparen. Ich habe einen Topping-Mix, den habe ich selber gestaltet. Checkt den unbedingt ab. Beste für Nice Cream Porridge. So ein Ding ist das. Soy Krispies, auf die freue ich mich wieder richtig. Einfach 60 Gramm Protein pro 100 Gramm. So geiler Crunch. Trockenfrüchte mit Schuldatteln zum Beispiel. Gefriergetrockneter Mais. Try den mal. So geil. Jenny, fällt dir noch ein geiles Koko-Staple ein? Ja? Mhm. Und welcher? Der mit Peanut Butter drin. Leute, gönnt euch den auf Jennys Nacken, schreibt ihr eine Rechnung. Und V-Gains 5%, 5%, ich weiß nicht viel, aber ein bisschen. Und ich supporte mich. Franz hat uns hier auf Abstand ein Ice Cream gemacht. Was ein Schatz. Die riecht zwar sehr komisch, aber er meinte, sie ist geil. Du schmeckst so, als hättest du eine Packung Gummibärchen mit reingeschmissen und dann gemixt. Schmeckt nach Kindersüß, nach Kindergummibärchen. Hey, Digga, All in One Raspberry. So schmeckt es aber. All in One Raspberry? Hey, vielleicht sind es aber die Mulberries. Ah, meine Ice Cream ist geiler. Viel geiler. No front. Current situation. Draußen shittet. Jenny tanzt. Ich höre Infinite Universe und guck mir gerade hier an, wie ich auf der Bühne war. Und einfach, die haben alle so eine richtig geile Farbe und so richtig trocken und ich glänze so. Und ich frage mich, wieso, weil ich habe gar nicht geschwitzt, dass die Farbe einfach so. Das war einfach richtige Schrottfarbe. Ich glaube, das war Sabotage. Und halt neben ihm. So gar keine Chance. So. Da kann ich smile, so viel ich will, die geilste Brille aufhaben. Das wird nicht halten. Diese Flasche ist doof, denn sie ist nicht von ROCA. Steck ihn rein. Ich will nochmal so einen Shot, wie ich es mir in die Nase stecke. Ich habe mir nur einen Test gemacht, der positiv war. Schauen wir mal, haben wir sonst nichts zu tun. Mittlerweile bin ich auch Profi in dem. Tiefer, das ist tiefer rein. Das ist richtig tief. 10-mal kreisen und kreisen. Das passt schon. Ja, und dann warten wir jetzt mal. Das ist einfach komplett rot. Nee, der ist positiv. Echt? Aber wie siehst du das? Ich dachte, das sind zwei Schritte. Striche. Ja, der unter. Der T ist der anzeigt, dass er positiv ist. T ist Test und C ist für Control. Ja, aber das ist ja einfach nur eine Rotze da drin. Das sind ja gar keine Striche. Man sieht es aber schon ein bisschen. Ja, aber du kannst es schon sehen, wenn du das Game durchgespielt hast. Ach so, okay. Also positiv. Aber war mir auch klar, weil sie noch positiv ist und sie war ja die Erste. Einfach nur so dankbar für mein Immunsystem, dass sie wieder richtig gut geht. Und ja, Mann, hab auch viele Excitement. Zum Beispiel eine Onlyfans. Ich bin richtig unruhig. Ja, ich hab so viel Energie. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal laufen. Normal töte ich mich im Gym. Und jetzt. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Running Stone Beach war das nicht das Gleiche. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach so, nee, sag ich nicht. Und ich habe so ein paar andere Excitements, an denen ich so arbeiten möchte. So was Neues für euch, bleibt dran. Ein neues Projekt, damit ich hier auch was zu tun habe. Und bleibt dran. Wollt ihr meinen neuen Hosen-Style sehen? Habe ich hier rausgefunden. Ist auch YouTube-friendly. Was soll ich Ihnen schon sagen? Ich habe so eine Hose an, oder? Tut mir leid, dass ihr mit mir leben müsst, aber. Ich hab halt so viel Energie. Es sind die Carbs. Es bin nicht ich, es sind die scheiß Carbs, Mann. Die machen mich so. Ich hab keine Ferne, die nächsten Tage Low Carb Diät. Ja, was isst man denn Low Carb? Ich kenne mich ja nicht aus. Keine Ahnung, Eiweiß, Fleisch. Schnitzel? Alter, was ist dein Point of View? Yeah. Wir machen schon wieder einen Yoga Flow. Und diesmal mit Urban Sports Club. Spirit Yoga Zehlendorf. Das bin ich jetzt das erste Mal da. Zwar nur physisch, aber hübsches Studio. Das Studio ist nicht kaputt. Das ist Lenas Display. Er hat uns einen Shoutout gegeben. Lena, liebe Chris aus Thailand. Und wie war der Flow? Recht anspruchsvoll. War ja auch Spirit Yoga, Level 1 bis 2. Oh, es war so ein nice Flow. Und es zeigt mir mal so, wenn ich selber Yoga mache, versus ein Guided Flow. Beim Guided Flow hat man einfach diesen nice, so dieses so. Mit Shavasana dann so, man landet so, und Shavasana ist einfach so geil. Und einfach so, auch von der Mind immer Shavasana. Es war so viel Dankbarkeit, weil so, wegen Savages so, ich fühle euch, die menschliche Erfahrung, die ist einfach nicht leicht. Ihr habt euch echt so die Masterclass ausgesucht, so, wir sind einfach the Masters of Limitation. Und das ist einfach fucking challenging. Und ich fühle euch so hart, so, weil einfach die menschliche Erfahrung ist fucking challenging. Und ich bin einfach so dankbar, weil eine große Challenge für viele ist immer finanziell. Da habe ich zurzeit gar keine Challenge, weil einfach über die letzten Jahre ich mit meinen Excitements so viel verdient habe, dass ich einfach so safe bin. Gesundheit ist für so viele eine fette Challenge, da bin ich auch so dankbar, dass es mir gerade einfach so gut geht. Und einfach so circumstances don't matter. So mein Zeh sieht weird aus, wegen dem Ultimate Frisbee, weil da irgendwie, aber der ist einfach wieder so capable. So mein Bauch sieht weird aus, aber ist einfach capable. Ich kann wieder alles so machen und bin einfach am Start und einfach so diese Dankbarkeit dafür. So, ich fick meine Mind nicht so. Da ist einfach auch so kein Päckchen. Das war voll krass, weil im Krankenhaus
habe ich so gecheckt, dass ich so ein Päckchen davor habe, was mich so, ich sag mal so, narzisstische Eigenschaften, mein Negative Ego und so Dinge einfach, die ich dann so geändert habe, Glaubenssätze, die so negativ limitierend waren, ich einfach ertappt und geändert und dementsprechend dieses Päckchen aufgefressen, aber durch das ganze Krankenhaus quasi ein neues Päckchen kreiert, mit dem neuen Körper so klarkommen und wieder so mit den Schmerzen und neue OP und das und ich sehe wieder anders aus und so. Und so von der Mind, so dieses neue Päckchen. Das alte habe ich aufgegessen und dann habe ich dieses neue und dann über die Zeit, jetzt habe ich dieses neue Päckchen aufgegessen. Und einfach jetzt diesen State, so da ist kein Päckchen. Und dafür bin ich einfach so dankbar für den Ist-Zustand. Das ist einfach so schön. Und da ich so diese Päckchen hatte, kann ich die Leute so relaten mit dem finanziellen Struggle hatte ich, Gesundheitsstruggle hatte ich übelst, einfach seinen Kopf zu ficken hatte ich übelst und es eben auch gar nicht zu checken, wie ich das ja so früher hatte. Und deswegen, ich wollte einfach nur sagen, ich fühle euch, ihr habt euch die krasseste Challenge ausgesucht mit dieser menschlichen Erfahrung. Schaut weiter, meine Lasst uns reden, wenn es euch, oder hört sie, wenn es euch excited. Da gebe ich euch alles, was mir geholfen hat und ich hoffe, es resoniert und hilft euch auch. Deswegen, Namaste, was heißt das Licht in mir, grüßt das Licht in dir. Ich bin Reis. Und Mais und so sieht so geil aus, einfach von dieser Seite. Ach, dieses Meal ist so schön. Einfach Pflanzen, so schön. Abundance, Rainbow, eat me. No dead animals, no death, just life. Ein bisschen genommen, ich war so, nee, Mann. Weil ich die letzten Tage immer zum Beach gefahren bin. Und das dauert, also wir wohnen jetzt weit weg vom Beach, aber es dauert, keine Ahnung, 5 Minuten. Und am Beach ist zu snacken einfach, das ist einfach viel geiler. So. Wenn ich schon den Beach habe, dann will ich sie nicht missen. Das fühlt sich richtig an. Immer reintunen nach Excitement. Let's go. Geiler Beachwalk. Geil Crownton. Alien Talk in meinen Ohren. Digga, beste. Unlimited Fruits. Diese Papaya. So geil. Wassermelone. Und noch eine Guava. Schau mir gerade Videos an. OnlyFans Advice. Tips and Tricks. Guten Morgen. Vegan Sausages. Gestern vergessen, den Vlog zu beenden. Ich meine natürlich wegen Savages. Ihr dürft euch abstrahlen. Ganz wichtig. Ja, Mann, das war der Vlog. Heute mache ich keinen. Mir geht es wirklich wieder 100%. Ich meine jetzt beim Mealplan. So, circumstances don't matter. Also ich will Sport machen. Auch wenn ich jetzt hier nicht rausgehen könnte, weil es irgendwie am Beach voll wäre, wie in Mallorca zu Primetime. Da könnte ich mich hier auch fertig machen. Macht mal Burpees. Dann seht ihr, wie ihr euch mit wenig Space so richtig killen könnt. Und auch ein super Homeworkout. Ich meine, haben wir ja jetzt alle uns eigentlich bewiesen. Also die meisten, die wie Savages ihr eigenes Glück kreiert haben. Und konzentriere mich dann einfach auf andere, wie gerade ein Projekt, an dem ich arbeite. Weil ich jetzt viel zu Hause bin, habe ich überlegt, okay, was excite mich noch so, habe mir das aufgeschrieben, ah, dies, das. Bin voll in meinem Kindle vorangekommen, habe da wieder viel gelernt, neue Gedanken kamen, neue Excitements und dieses Projekt, woran ich jetzt arbeite, dies, das. Circumstances don't fucking matter. Heute kein Vlog, morgen mal ja beim Vlog. Ja, Mann, lehnt euch zurück, bleibt dran, bleibt erstmal abgeschnallt. Bis die Tage. Mua. Mädchen sind immer Mädchen.